Sebastian Michael Roffalier startet am Freitag auf alle 15-tägige Tour rund um das Oletsch-Jungfraugebiet. Wie fühlt ihr euch? Ja, erstmal merci, dass wir hier sind. Wir fühlen uns natürlich sehr gut. Wir haben jetzt Vorfreude, dass es endlich losgeht. Und haben lange darauf geschafft und wird hoffentlich eine gute Tour. In diesen 15 Etappen macht ihr 272 km und das Schuppen Höhenmeter. Wie habt ihr vorbereitet? Ja, wir sind ein paar Mal gelaufen, individuell glaube ich. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar wie mit 15 Tagen am Stück. Darum weiß ich nicht, ob wir genug gut vorbereitet sind. Wir würden es dann sehen, es würde sich weisen. Was nehmt ihr eigentlich mit, für so 15 Tage auf die Wanderung zu gehen? Ja, was wir mitnehmen, ist sicher etwas Kleider. Was wir auch zwischendurch können ein bisschen wechseln. Und ein grosser Teil wird sicher euer Kamera-Equipment sein, wird jetzt ganz so ein bisschen verfilmen. Und das wird sicher euch viel Platz innen und ein paar Kilo auf den Rick schnieren. Und ja, sicher je nach Etappe essen, trinken, was auch immer, was ihr halt braucht, je nachdem. Habt ihr irgendetwas Spezielles mit als Stärkung für zwischendurch, wenn ihr nicht mehr merkt? Ja, wir haben das Glück, dass wir hier einen von der Familie Kamli in der Tour mit haben. Es gibt feine Kamli-Biscuit auf jeder Etappe zu geniessen. Das ist so unsere Stärkung. Und sonst gibt es eigentlich nicht zu viel Spezielles. Immer etwas Gutes zu essen, dass man euch immer genügend nötige Energie hat, für die ganzen Etappen zu machen. Und am Abend euch ein rechtes Mahl hat für den nächsten Stock. Wo geht es eigentlich überall durch? Ja, wir starten in der Oletsch Arena für Riederalp und gehen dann eigentlich vorher durch das ganze Gomsenbrief über Grimsla und nachher das ganze Berner Oberland hinten an die ganzen Berge durch. Da kommen die groben Etappen und nachher über den Lötschenpass von Kandersteg wieder zurück ins Wallis und da vorher durch die Südrampa wieder bis zur Riederalp und dann sollten wir dem Ziel sein. Was ist denn so die gräbste Etappe, die vor euch steht? Das wäre einerseits die mit dem Lötschenpass, wo ihr schon seht. Oder dann gibt es noch eine von Möhren Richtung Griesalp. Und dann auch von Griesalp nach Kandersteg, ist schon eine grobe Etappe. Die drei sind gerade nacheinander. Und es wird sich natürlich auch beweisen, wie das Wetter genau mitspielt. Man kann nicht sicher sein, dass man Mitte Oktober dort oben durch kann, dann müssen wir improvisieren. Oder einen Bergführer. Oder mal schauen. Ja, wie du gesagt hast, auch das Schlimme ist wirklich, dass die drei gräbsten Etappen eigentlich nacheinander sind. Von dem habe jetzt einmal ich schon ein bisschen Sorgen noch, aber ja, das schaffen wir dann schon. Ja, das Gute ist eigentlich, bis dieser Tour eingelaufen ist und hoffentlich ist das auch mal ein Vorteil, den wir haben. Also nicht gerade am Anfang kommen die harten Etappen. Und oh, wir haben auch noch 3 Puffertage reserviert, dass wenn einer mal am Arsch ist, dann kann man einen Tag Pause machen oder wenn irgendjemand krank ist oder wenn das Wetter ganz schlecht ist oder eine Sturmwarnung oder irgend so etwas. Dann haben wir ein bisschen spatzig. Auf welche Etappe freuen der kann den am meisten? Also ich habe eigentlich keine Favorit jetzt so. Bis jetzt. Ich habe das Gefühl, das kommt erst nachher, wenn man die gelaufen ist, dann weiss man, dann, das ist das Highlight von der Wanderung. Oder, ja. Aber jetzt vorher, muss ich ehrlich sagen, ich habe eigentlich keinen Favorit. Lass auf mich zukommen und ich glaube, die ganze Tour wird ein Bombenerlebnis. Ich weiß nicht, was bei uns sieht. Ja, als Oberländer in der Minderheit wähle ich nicht alle Etappen aus dem Oberland. Vielleicht die von Griesalp auf Kandersteg. Nehmen wir an, ist ein Highlight. So von der ganzen Natur her. Aber alles ist schön, es ist schwierig, etwas auszuwählen. Ja, mir geht es ein bisschen gleich. Eher nicht eine Favoriten-Etappe, sondern eine Angst-Etappe. Das ist vom Grimselpass ein Brillaufen. Das sind 30 km, was einfach nur nicht geht. Ja, ich glaube, Gelenk freut sich nicht auf diese Etappe, aber das werden wir schaffen. Was ist eigentlich euer Lieblingsplatz oben im Oletsch-Jungfraugebiet? Ja, Harzblüh-Bettmer kommt da zum Zug. Nein, ich muss wirklich sagen, im Sommer am Bettmersee, das ist einfach das schönste Platz, was es da gibt. Ich kann gemütlich ein bisschen baden, etwas riechen am See und es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, einfach perfekt.
wenn da schönes Wetter ist, das ist einfach der Place to be sozusagen für mich im allerletzten Jungfraugebiet. Ja, jetzt nicht Lieblingsplatz, aber auf der Bettmeralp ist mir schon wohl. Da tue ich mich da mal anschliessen. Ja, ich glaube, wir werden unsere Lieblingsplätze erst noch finden. Also, es ist ja so, dass wir von der Region sind und für das kennen wir das Gebiet eigentlich, haben wir selber das Gefühl, sehr schlecht. Und darum freuen wir uns auch darauf, dass wir wirklich neue Plätze kennenlernen, neue Orte sehen oder euch halt neue Wege angeht, wo wir noch nicht so sind wandern. Danke vielmals und ich wünsche auch viel Vergnügen, viel Durchhaltewillen und wenig Blotern auf eurer Reise.